Nummer 9 kommt aus Lanzenkirchen, die Frohsdorfer Schlossteufel. Bei dieser Gruppe organisiert sich jeder seine Masken, seine Bekleidung selbst. Ich habe mich ein bisschen umgehört oder umgeschaut. Diese Masken sind erstens einmal nicht ganz billig und die Fälle, also ein aufwendiges Hobby, aber ein schönes Hobby. Und natürlich in stundenlanger und nächtelanger Arbeit werden diese Masken geschnitzt, die Fälle geknüpft und. Auch hier sehen wir wieder das charakteristische Glöcklein oder besser gesagt die Glocke. Und ein ganz, ganz junger Feuerschlucker oder Feuerspeier. Bitte nicht nachmachen, das ist nicht ganz ungefährlich. Frohsdorfer Schlossteufel. Und auch hier wieder sind Jugendliche dabei. 20 Mitglieder hat diese Gruppe und das Gründungsjahr ist 2008. Und sie haben sogar zwei Feuerspucker im Verein. Also wenn einer krank wird, wenn er sich beim Feuerspucken verkühlt, dann kommt der andere zum Zug. Hier gibt es ein Charakteristikum, das sind wieder die roten Augen, so ähnlich wie bei den Master Devils. Und bei jeder Gruppe gibt es natürlich die entsprechende Choreografie. Und über einen Applaus würden wir uns freuen für die Frohsdorfer Schlossteufel.